Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu die Siedler 7. Ja, wir sind immer noch in der Mission Die Erweckung der ewigen Stadt. Haben immer noch jede Menge Quests zu lösen. Noch ein paar Territorien zu einnehmen und alles. Mal gucken, sind alle unsere Territorien eigentlich ordentlich befestigt mittlerweile? Sieht danach aus. Können ja auch mal so gucken. Ja, die hier sind es jedenfalls. Dann holen wir uns auch noch die anderen. Peu à peu. Ja, errichtet eine Kirche und baut sie zu einer Kathedrale aus. Das ist ja das Letzte, was wir noch freischalten müssen. Gebäudeausbau. Oh, Handelsbelohnung. Nehmen wir mal zufällige Güter. 20 Garn, auch gut. Befestigungsausbau beendet. Das war nämlich die Freischaltung hier. Dann gehen wir mal hier lang. Ja, kein weiterer Ausbau mehr möglich. Okay. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von euren Kaufleuten errichtet. Und wir haben hier zu viel Bier. Deswegen bauen wir mal das hier aus. Unsere Kaserne muss noch weiter ausgebaut werden. Die ist ja noch nicht mal einmal ausgebaut. Okay. Produzierst nach Bedarf. Der Waffenschmied, der produziert immer, das ist okay. Was uns, glaube ich, noch fehlt ist... Ah, ne, die Radmacherei haben wir hier drüben. Okay. Und hier haben wir kein Kohle und kein Eisen mehr. Wie sieht es bei unseren anderen Ressourcenpunkten aus? Da unten ist ein Geologe, da ist ein Geologe, da ist auch einer. Gut. So, Köhlerei und Eisenschmelze werden hier errichtet. Und ehrlich gesagt, können wir auch hier ein bisschen mehr Versorgung mit Holz sorgen. Weil hier gibt es genug Holz. Und ja, sogar hier könnten wir dann auch noch einmal ein Holzfällerlager errichten. Ein Holzfäller und ein Förster. So. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Gut, die Kaserne wurde ausgebaut. Das heißt, wir können jetzt schon mal dir 8 Pferde hinzufügen. Ja, kostet 2 Gold, kostet ein Pferd, kostet eine Waffe. Und eine Nahrung. Aber Nahrung haben wir ja mehr als genug. Gerade Fisch, dadurch, dass wir die Forschung haben. Sollte uns der Fisch niemals ausgehen können. Wobei, erstmal das hier oben fertig erobern, würde ich sagen. Erforschen. Ja, erobern. Also ja, du brauchst ein Buch und ein Bier. Das können wir ja schon mal machen. Zwei Kaufmänner sollten auch ausreichen für den Handel. Sanctus, Sanctus,
Und irgendwie mag ich die musikalische Untermalung. Irgendwie passt das richtig zu dem Spiel. So, haben wir irgendwo noch ein Gebäude nicht ausgebaut. Zufällig, wenn nicht, muss ich dann demnächst wieder mich um neue Wohnhäuser bemühen. Also 2, 3 Stück. Ja, ich frage mich auch ganz ehrlich, was dann nachher mit den beiden hier ist. Ob die zur Inquisition gehören oder ob sie auf meiner Seite sind. Wir wissen ja schon mal, unser netter Prokonsul Francobert ist es nicht. Beziehungsweise da würden sie entscheiden, der Prinzessin zu helfen. Oder der Königin, besser gesagt. Die hier. Ja, die sitzen beide hier oben. Wir haben ja noch die Nebenquests hier. Also natürlich die Geisterarmee. Keinen Schatz. Oder die Schatzinsel halt. Hier die Mühle. Befestigung ausgebaut. So, die Befestigungen sind ausgebaut. Wir können das nächste Territorium angreifen. Da hätten wir ja schon mal Zugriff auf den Ritterorden. Wie sieht's denn hier aus? Im Kaufmann werden halt noch 2 Räder benötigt. Pferd. So, Schlacht gewonnen. Wieder Musketier verloren. Den können wir aber auch wieder gleich. Nachproduzieren. Und ja, so wie es aussieht, ist unser Steinbruch hier erschöpft. Hä? Ja, wir haben keine Steine mehr hier. Oder fast keine mehr. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig. Hier kriegen wir nur Jagdwild her. Eroberungsbelohnung. Ja, Stein und Holz haben wir genug. Werkzeuge brauchen wir keine. Kohle haben wir auch. Also nehme ich das Gold. Ja, den Turnierplatz wollen wir nicht angreifen. Wir wollen lieber hier rüber marschieren. Ah, da kommt Pferd und Wagenräder an. Das heißt, ich kann bei der Gelegenheit auch gleich das liefern.
da gehen wir wieder mal da nach da oben. Gehen hier rum. Also brauche ich wieder 4 und 2. 4 und 2. Ja, wir brauchen noch ein Pferd. Oh, und jetzt läuft einer unserer Hausierer los mit den Waren für den Bischof. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So. Kaserne ist jetzt auch maximal ausgebaut. Schön. So, die ersten 10 Reiter haben wir für den Pferdezüchter. Ups. Da haben wir für den die falsche Armee ausgebildet. Ihr habt eine Quest erfüllt. Ja. Das war dann wohl... diesem Verbündeten helfen. Also sein Buch und sein Bier schicken. So, dann nehmen wir das Territorium als nächstes ein und dann noch das da oben. Ach ja, und... schließen den Ritterorden an. So, im Ritterorden könnten wir Reiter für Weizen und Wasser direkt... Die sind eigentlich teurer, wenn man es so überlegt. Da kommt das Pferd und ja, das Pferd, das ist auch nett, das Pferd läuft hinter den Trägern her. Und auch hinter dem Händler. So, ich habe noch eine Schlacht gewonnen. Ihr habt jetzt mittlerweile auch keinen Stein mehr. Ah, okay. Der Brunnen ist leider da angeschlossen. Nee. Und ja, Standartenträger sollte ich an. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Beide, mal verteilen. So, Belohnung. Oh, und ihr seid hier wieder ganz voll, hey. Dann macht mal wieder etwas leerer. So. Dann können wir ja jetzt den Ausbau in Angriff nehmen. Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Jo, das ist doch schön. Oh, hier haben wir auch noch einen Steinbruch, der N. Der ist.
Ich habe das Gefühl, wir haben zu viele Fischer hier. Also reiß ich mal einen ein. Wir haben eh mehr als genug Fisch.